Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist schön, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den Koalitionsfraktionen sich dazu entschieden haben, am Ende der Legislaturperiode nun doch noch ein Mieterstromgesetz einzubringen, das die Solarstromerzeugung unterstützen soll. Ehrlich gesagt, diese Initiative kommt reichlich spät. Bisher haben Sie in der Großen Koalition ja hauptsächlich darüber nachgedacht, wie Sie den Ausbau der erneuerbaren Energien verlangsamen können. Die Folgen dessen sind aber dramatisch. Andere Länder haben Deutschland längst überholt bei der Neuinstallation von Wind- und Solarenergie, und die wissen, wo die Zukunft liegt. In Deutschland kämpfen die innovativen erneuerbaren Energienunternehmen und die engagierten Bürgerenergiegenossenschaften gegen die Hürden dieser Bundesregierung. Es wird höchste Zeit, die Energiewende auch in die Städte zu bringen, denn auch Mieterinnen und Mieter wollen sauberen Strom direkt vom Dach ihres Hauses beziehen können. Aber nicht nur Mieterinnen und Mieter profitieren von einem vernünftigen Mieterstromgesetz, auch die Solarwirtschaft kann dadurch neue Impulse bekommen, denn diese Branche haben sie mit ihrer Politik ja leider ziemlich klein gekriegt. Aber bevor ich hier zu viel Euphorie aufkommen lasse, muss ich leider noch ein Fass Wasser in das Glas Wein gießen. Der Entwurf aus dem Wirtschaftsministerium, den die Koalitionsfraktionen hier eingebracht haben, ist noch mit einigen Bremsklötzen versehen. Und ich freue mich sehr, dass die Kollegen gerade auch Punkte genannt haben, die sie noch ändern wollen. So wie das Gesetz jetzt ist, wird es nämlich keinen nennenswerten Effekt für den Klimaschutz haben. Damit verschenken sie wertvolle Potenziale, auch für die Energiewende zum Mitmachen. Denn zum einen wollen Sie Mieterstrom auf die Mieterinnen und Mieter beschränken, welche genau in dem Haus wohnen, auf dem die Anlage errichtet wird. Und damit lassen Sie viele Menschen dann ja außen vor, die vom Mieterstrom profitieren könnten. Es gibt nun mal Häuser, die kein geeignetes Dach für eine Solaranlage haben. Aber Häuser, welche direkt daneben liegen, haben vielleicht ein geeignetes Dach. Und in solchem Fall muss es ja möglich sein, mit einer Anlage auch die Mieter in den umliegenden Häusern mitzuversorgen. Wir brauchen also in diesem Gesetz unbedingt diesen Quartiersansatz, von dem gerade auch schon die Rede war. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, es tatsächlich noch in dem Gesetzverfahren einzubringen. Denn damit können dann alle profitieren und nicht nur die Bewohner eines Hauses mit geeigneter Dachausrichtung. Als nächstes kommen wir zu Ihrem Lieblingsthema in der Union, dem sogenannten Deckel. Es gibt den erneuerbaren Energiendeckel, es gibt den Wind-Onshore-Deckel, den Wind-Offshore-Deckel, den Netzausgebietsdeckel, den 52 Gigawatt Photovoltaik-Deckel, den Photovoltaik-Jahresdeckel und den Bioenergiedeckel. Bei der Union gibt es kein erneuerbare Energiengesetz mehr ohne Deckel. Vor dem Hintergrund der Pariser Klimaschutzziele sind diese Deckel fatal. Und angesichts stark gesunkener Preise für erneuerbare Energienanlagen funktionieren auch nicht mehr Ihre Begründungen für diesen Deckel. Für das Mieterstromgesetz gilt das ganz besonders. Und diese Deckel der Großen Koalition haben keine andere Funktion, als die Energiewende auszubremsen. Und das ist grob fahrlässig. Die Klimakrise interessiert es nämlich nicht, ob die Union doch lieber etwas langsamer machen möchte mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Klimakrise, die kommt einfach umso schneller und heftiger, je länger wir für die Umsetzung der Energiewende brauchen. Lassen Sie uns also den neuen Mieterstromdeckel im Gesetzentwurf und am besten auch die anderen Deckel streichen. Und noch ein Punkt, Johann Saathoff, zum Thema Gerechtigkeit bei der Energiewende. Fast 2 Cent pro Kilowattstunde subventionieren die privaten Haushalte und der Mittelstand die energieintensiven Unternehmen, die von den üppigen Industrieprivilegien profitieren. Da müssen wir auch was ändern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns das parlamentarische Verfahren nutzen, um das Gesetz zu verbessern und den Mieterstrom zum Erfolg werden zu lassen, für die Mieterinnen und Mieter, aber vor allen Dingen auch für die Energiewende. Der Kollege Klaus Mintrop hat für die SPD-Fraktion.